Stern-Dreiecksumformung. Stern, Dreiecks, Umformung und zurück, also beide Richtungen. Grundsätzlich erstmal das Setup. Das gönne ich mir dann tatsächlich nochmal. Das ist ein Stern. Und damit ich hier die Anschlüsse auch so hinkriege, wie ich das in der... Das ist 1, 2 und 3 und das sind entsprechend R1, R2 und R3. So, und das Ganze kann man als Blackbox betrachten. Also Sie schließen irgendwas an 1 an oder an 2 an oder an 3 und so und dann macht das irgendwas oder erfahren Sie irgendeinen Widerstand. Wenn Sie das Ganze als Dreieck sehen, dann würde das so aussehen. 1, 2, 3 und die Widerstände sind benannt nach den Knoten, die sich verbinden. So, wenn es eine Blackbox ist, dann wissen Sie nicht, was drin ist, ob das linke drin ist oder das rechte drin ist. Und man kann vermuten, es muss nicht so sein, aber man kann vermuten, dass die beiden dann auch äquivalent sind. Dass Sie also alles, was Sie hier in dieser Form dargestellt kriegen, auch in diese Form umrechnen können. So, noch eine kurze Spitzfindigkeit. Im Angelsächsischen spricht man nicht von Star-Triangle-Transformation oder sowas. Man spricht auch nicht von Star-Network oder Triangle-Network, sondern man spricht von einem T-Netzwerk. Wenn Sie das richtig hinmalen, ich habe es jetzt mal so rumgemalt, das ist ein auf dem Kopf stehendes T. Sie könnten es aber auch anders biegen, dann sehen die Widerstände aus wie ein T. Oder ein Pi-Netzwerk, wenn Sie das richtig auseinanderbiegen, beispielsweise den nach oben und die beiden auseinandergezogen, dann sieht das aus wie ein Pi. Da spricht man im Amerikanischen von einem T- and Pi-Network. So, nur falls Sie da mal Englisch unterwegs sind, Schüleraustausch machen oder sowas, nicht? Dann würden Sie über sowas stolpern. So, warum will man das umformen? Na, Grund 1, man kann es. Das war ja der Hauptgrund hier für diese Vorlesung. Grund 2, vielleicht haben Sie nicht die Widerstandswerte, die Sie in diesem Netzwerk haben müssen, um irgendetwas zu erfüllen und wollen es in dem umrechnen. Vielleicht haben Sie nicht den Platz auf der Platine, um ein Dreieck zu malen, sondern zu machen, sondern Sie müssen es in ein T, in einen Stern umbauen. Oder, und das ist wohl der Hauptgrund, nicht alle Netzwerke lassen sich in Parallel- und Serienschaltungen umformen. So, deswegen machen wir es hier. Grund dafür, schauen wir uns mal so ein Netzwerk an. Ups. Das ist nur die Motivation. Ich rechne das jetzt nicht durch, sondern das machen Sie selber nochmal, beziehungsweise Sie finden da ein Beispiel unter der Wheatstone-Brücke. So, jetzt ist das Problem, diese beiden sind irgendwie in Reihe, aber auch nicht. Ne? Diese beiden sind parallel, aber irgendwie auch nicht. Sie kriegen das mit nur Serienparallelwandlung nicht aufgelöst, dieses Netzwerk. Also da könnten Sie jetzt nicht, mit dem, was Sie bislang können, kommen Sie hier nicht zurande. Sie könnten jetzt den Kirchhoff direkt verwenden oder irgendwelche anderen Berechnungsverfahren, das würde gehen. Wenn Sie es wirklich vereinfachen wollen, könnten Sie zum Beispiel hergehen und sagen, okay, das hier ist ein Dreieck. Ja? Dieses Dreieck baue ich um in einen Stern, dann sieht er so aus. So, und dann können Sie es auflösen. Dann ist dieses Dreieck hier umgewandelt worden in den Stern. Und dann nochmal Punkte dran, dass man das wiedererkennt. Und hier könnten Sie sagen, okay, die beiden sind in Reihe. Dann sind die parallel, die beiden Zweige hier. Und dann ist das wieder in Reihe zu dem da. Und dann können Sie das Netzwerk auflösen. Das ist der Grund, warum man das macht. Und dann gibt es auch praktische Gründe, gerade wenn man mit Drehstrom oder sowas arbeitet, also Dreiphasenstrom, dass man irgendwelche Motoren... Wicklungen in Motoren entweder im Dreieck geschaltet hat oder im Stern geschaltet hat und dann äquivalente Umformungen machen will. Wenn ich den Motor anders auslegen würde, sodass ich den Stern schalte, dann würde und so weiter passieren. Ne? So, das gibt es auch noch. So, jetzt müssen wir das Ganze umrechnen. Wie rechnen wir es um? Ich bin ja immer ein Freund davon, aufzuschreiben, was man weiß. Und dann zu hoffen, dass einem die Mathematik alles andere in den Schoß legt.
Wer nicht so ein Vertrauen in die Mathematik hat, tut sich damit wahrscheinlich erstmal schwer. Was weiß ich? Ich weiß, der Widerstand von 1 nach 2 ist R1 plus R2, ne? Ja, wenn das der Widerstand ist, also einfach Multimeter dran gemessen, kann ich dasselbe hier tun. Multimeter dran gemessen. Also R12 parallel mit der Serienschaltung R13 plus R23. Parallel ist kein mathematisches Rechenzeichen. Deswegen R12 mal R13 plus R23 durch R12 plus R213 plus R23. Okay, soweit. Ich multipliziere das nochmal aus. Das müsste man jetzt, muss man jetzt nicht zwingend tun, aber man kann. Ich mache das im Wesentlichen im Hinblick darauf, weil ich ja schon weiß, was passiert. Und habe dann hinterher die schönere Form da schon stehen. Okay, so, denselben Spaß kann ich machen von, was wollen wir, 1 nach 3. R1 plus R3 ist gleich, okay, wer tauscht jetzt die Rollen? Aus R12 wird R13. Also R12 und R13 tauschen die Rollen, R23 bleibt das gleich. Ich muss also nicht mehr rechnen, sondern habe hier R13. Halt, die tauschen die Rollen. Dann habe ich weiterhin R12, R13 plus R13, R23. Und ich teile es einfach mal durch N, durch den Nenner, weil ich keine Lust habe, das hinzuschreiben. Ihnen geht das ja auch immer so. Sie haben auch keine Lust, was das alles auszuschreiben. Nennen wir das mal N. Okay. R2 plus R3. R12 und R13 tauschen die Rollen. Also R13, R23 plus R12, R23 durch N. So, was steht da jetzt? Wir haben drei Gleichungen, drei Unbekannte. Das ist zumindest auf der linken Seite auch schön linear. Drei Gleichungen, drei Unbekannte deutet darauf hin, dass man es lösen kann. Also ist nicht zwingend so und in allen Fällen so. Also bei dem, was ich tue, ja, in der Mathematik gibt es dann ja immer die Fälle, wo es nicht lösbar ist. Die existieren in der Realität weniger. Also das stimmt ja auch nicht ganz. Die sind schon wichtig, aber bei mir halt nicht. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal auflösen. Wir könnten ja, was habe ich denn getan? Ich mache es mal genau so, wie ich es auch in dem Videoclip gemacht habe. Ich subtrahiere mal, in diesem Fall ist es die erste und die zweite. Also diese hier minus die da. Jo. So, wenn Sie das machen, sehen Sie ja sofort, Sie haben hier R1 minus R1 geht weg. R2 minus R3 bleibt da stehen. So, auf der linken Seite nichts passiert. Das Ganze machen wir jetzt auf der rechten Seite noch. Wir können schon mal hinschreiben, ganz entspannt, dass da wohl der Nenner der gleiche bleibt, ne? Also ist es, ich schreibe es aus, okay. R12, R13 plus R12, R23 minus R12, R13 minus R13, R23. Okay, man sieht, dass diese beiden sich hier gegeneinander wegmachen. Bleibt also R12, R23 minus R13, R23 stehen durch den Nenner. Wenn ich jetzt diese beiden Gleichungen miteinander multipliziere, dann kriegen Sie raus, R3 macht sich mit dem R3 weg, bleiben 2 R2 stehen. Gucken wir uns das hier genau an. Dann haben wir hier R13, R23 stehen, minus R13, R23, die machen sich weg. R12, R23 und R12, R23 taucht zweimal auf, also 2 R12, R23 durch N oder eben R2 ist gleich R12, R23 durch R12 plus R13 plus
Ja, 2, 3. Sehr schön. So, wie kommt man da drauf? Man muss einfach ein bisschen rechnen können, ne? Dann kommt man auch drauf. Kann ich Ihnen, also da gibt es jetzt nichts, womit man jetzt jemandem, der mit Mathematik oder Rechnen sich vielleicht schwer tut, sagen könnte, das musst du tun. Sondern wenn man Erfahrung mit solchen Problemen hat, dann weiß man, ich versuche mal irgendwie hier zwei Gleichungen miteinander zu kombinieren, mit Plus oder Minus. Und dann mache ich die Schritte 2, 3 Mal und man kommt drauf. In der Mathematik wird Ihnen für lineare Gleichungssysteme noch ein systematisches Verfahren vorgestellt, das Gauss-Verfahren. Das kommt ganz bestimmt, der eine oder andere kennt es vielleicht schon aus der Schule. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich sage hier einfach, es funktioniert. Und Sie müssen die Herleitung auch nicht wirklich können, hier für die Klausur. Es ist wichtig, glaube ich, sie mal gesehen zu haben, aber man muss sie nicht zwingend können. So, was heißt das? Wie kann man sich das merken? Wenn Sie umformen wollen, dann ist das hier, ja, oben stehen die beiden Widerstände, die an den Knoten angeschlossen sind und dividiert wird durch den Umlaufwiderstand. So, wenn Sie eine Eselsbrücke brauchen, sich das zu merken, das ist jetzt kein physikalisches Merken, sodass das so sein muss. Das hätte mathematisch auch anders rauskommen können, ne? Vielleicht. Aber es ist jetzt so und so kann man es sich merken. So, wenn diese Regel stimmt, dann können wir sie fortsetzen. Gucken wir uns den R1 an. Dann ist R1 in einer anderen Farbe die beiden, die angeschlossen sind, durch den Umlaufwiderstand. Also das einmal drumherum. Also R12, R13 durch R12 plus R13 plus R23. So, und wenn das, also man kann das natürlich nochmal beweisen, dass es so sein muss. Man kann auch einfach sagen, das ganze das Problem ist ja hochsymmetrisch, da tauschen einfach Widerstände die Plätze. Man muss das Ganze nicht nochmal sauber so ausrechnen. Man könnte, aber es ist Zeitverschwendung. So, gucken wir uns noch den R3 an, damit wir es auch komplett haben. R3, ja, die angeschlossen sind, sind der und der. Ups, und dann ist das R13, R23 durch R12 plus R13 plus R23. Gut. Damit ist das Problem zunächst mal gelöst. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier, das ist nämlich das, was tatsächlich dann vielleicht fehlt. Nehmen wir mal ein Dreieck. Ich mache das ganz bewusst hier, damit man die Schaltung noch hat und ich sie nicht nochmal zeichnen muss. Nehmen wir mal an, hier R12 gleich R13 gleich R23 gleich R-Dreieck. Also alle gleich. Ja, dann wird doch, also erst einmal könnte man sofort natürlich sagen, R1 gleich R2 gleich R3. Weil hochsymmetrisch, wie rum ich das Ding drehe, muss egal sein. An welcher Stelle ich den Weg von einem zum anderen Tor messe, ist egal. Ja, bitte? Ach, weil das Zeichen falsch ist. Dankeschön. Das ist der Vorteil, wenn man das hier so live macht, dann kriegt man, hat man sofort die automatische Fehlerkorrektur dabei. Ja, ist echt wahr, weil wenn man das jetzt so einen Clip aufnimmt, dann merkt man es nicht, nicht und dann kriegt man dann 2 Wochen später über YouTube gesagt, dass da ein Fehler ist. Die Rückkoppelschleife ist viel zu lang. Okay, so. Und das ist ja auch falsch, nicht? Sondern es ist ja gleich. So, die müssen schon mal gleich sein. Also reicht es, wenn ich einen ausrechne. Und einer ausgerechnet ist doch der eine mal der andere. Also R-Dreieck mal R-Dreieck durch 3 mal R-Dreieck, ne? Gleich R-Dreieck mal R-Dreieck durch 3 R-Dreieck. Also gleich R-Dreieck Drittel. So, macht das Sinn? Ja, wenn ich von 1 nach 2 messe, dann messe ich 2 Drittel R-Dreieck, wenn das so ist, ne? Und was habe ich da? Hier hätte ich jetzt R-Dreieck parallel zu 2 R-Dreieck. Ja, macht R-Dreieck. Drittel R-Dreieck. So, dann gab es
so ein speziell, ich habe mir irgend so ein paar Videos auch angeguckt da auf YouTube, da gab es da mal einmal die Frage, was passiert denn, wenn jetzt einer Null ist von den Widerständen? Ja, dann ist es eigentlich kein Dreieck mehr. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal den R1,2 auf Null setze, dann sind die beiden gleich und dann ist es die Parallelschaltung von R1,3 und R2,3. Ne? Sehen Sie. Man kann das aber auch mit dem R-Dreieck ausrechnen, also wenn man das dann möchte. Also man kann das dann wirklich in den Stern umwandeln, dann kriegen Sie aber raus, dass zwei Widerstände 0 sind, weil nämlich R1,2 wäre 0, das heißt R2 ist 0 und R1 ist 0. Da. Und der R3 ist dann einfach nur, R1,2 ist 0, ist dann nur, Sie sehen es, die Parallelschaltung der beiden verbleibenden Widerstände. Also Sie können das sogar verwenden, um Parallelschaltung von Widerständen auszurechnen. Dann würde man eben einen Widerstand auf 0 setzen. Der Grenzübergang R1,2 auf unendlich, also das Ding offen zu machen, wird schwierig, weil da müssen Sie unendlich durch unendlich teilen. Auch das geht. Aber ich würde es lassen. Also ich würde dann lieber mal erkennen, dass es sich, wenn der hier gar nicht da ist, einfach um kein wirklich Dreieck, sondern zwei Widerstände oder so handelt. Ne? Macht es einfacher. Also, ich meine, Sie haben ja so ein neuronales Netz, das das erkennen kann alles. Nutzen Sie es. Ja, was soll ich dazu sagen? So, jetzt kommt die echte Zauberei. Die echte Zauberei ist nämlich die Rückrechnung. Ich mache es auch mal hier drunter, damit man das ganze Bild vor Augen hat. Wir können auch, wenn Sie mögen, gleich kann man einem noch ein paar Widerstandswerte zuwerfen. Dann machen wir das mal an einem Zahlenbeispiel noch. Lass das jetzt hier mal weg. So. Jetzt machen wir mal die Rückrechnung. Also ist das letztlich, diese Rechnung haben wir jetzt. Okay, jetzt machen wir diese Richtung. Also wir haben den Stern gegeben und wollen die Dreieckswiderstände haben. Man spielt dann ja gerne mit Gleichungen. Und ich mache mal R1 durch R2. R1 durch R2. R1 geteilt durch R2. Die Nenners machen sich weg, also ist schon mal schön. R1,2 und R1,2 gehen auch weg. R1 hat oben R1,3. Und dann bleibt da eben stehen R1,3 durch R2,3. Okay, ich mache R1 durch R3. R1 durch R3, der da durch den da. Die Nenners gehen weg. Der R1,3 geht auch weg, also bleibt oben stehen R1,2 durch R, was ging jetzt weg? R1,3 ging weg, ne? 2, 3. So, und R2 durch R3, das sollte man als 2 richtig schreiben. So, R2 durch R3. Hier R2, 3 geht weg, R1,2 durch R1,3. Gut. Ja, was hilft mir das jetzt? Also man kann natürlich jetzt mal schöne Sachen erkennen, nicht? Also was haben wir hier stehen? Es stehen immer die Widerstände im Verhältnis, die einmal den Pol, diesen Anschluss hier haben und dann am Ende den, der nicht verwendet wurde. Ne? Also wenn ich hier R1 durch R2 teile, dann steht hier oben irgendwas mit R1 und der zweite Index muss eben der sein, der nicht verwendet wurde. Und hier ist genau so, hier steht irgendwas mit R2 und der zweite Index ist der nicht verwendet. Also falls man da eine Eselsbrücke haben möchte, dann hätte ich sie Ihnen jetzt gegeben, aber Sie brauchen sie eigentlich nicht. So, ja, ist auch schön. Was machen wir jetzt damit, außer dass es schön ist und wir können uns darüber freuen? Wir könnten jetzt zum Beispiel mal den R1 nehmen, hier von da, und teilen wir das mal durch R1,2. Dann haben wir hier stehen R1,3 durch 1 plus R1,3 durch R1,2 plus R2,3 durch R1,2. Ne? Auch das kann man jetzt schön finden. Wie kommt man drauf? Erfahrung. Also tausendmal sowas gerechnet, dann sind wir im Schlaf. Okay, jetzt haben wir natürlich hier R1,3 durch R1,2 ist gerade das da. Nur andersrum. Also R1,3 durch 1 plus, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig schreibe,
R3 durch R2 plus R23 durch R12 ist gerade das hier, also R3 durch R1. Na, wunderbar, mag man sagen. Was nützt mir, hilft mir das jetzt? Na, das Coole ist, ich habe jetzt nur noch einen Dreieckswiderstand hier und alles andere sind Sternwiderstände. Also kann ich auflösen. Also ich kaufe ein Vokal und löse auf. Also, R13 ist gleich R1 mal 1 plus R3 durch R2 plus R3 durch R1. Ich multipliziere aus, also R1, ich sortiere gleich um, plus R3 plus R1, R3 durch R2. Den da? Ich habe einfach diese Gleichung genommen und mit R12 gekürzt. Also darunter, dann ist das 1 das und so weiter. Nö. Das ist ja nur für die Herleitung. Also Sie können das, jetzt haben Sie ja die Formel, jetzt können Sie einfach, also erstens, jetzt, Sie können jetzt einfach einsetzen. Zweitens, Sie können diese ganzen Gleichungssysteme auch anders aufstellen und dann gleich versuchen, diese Abkürzungen zu gehen. Nicht? Sie können das auch anders auflösen, aber das bietet sich, weil ich das jetzt ja schon habe, muss ich ja nicht wieder so tun, das wüsste ich nichts. Ja, was habe ich hier jetzt? Wieder hier die Stifte-Arie. Was ist die Eselsbrücke hier? R13. Also, R13 ist das und das. Gut, was sind die Widerstände? Es sind die, die direkt angeschlossen sind auf dem Wege, werden addiert und dann werden sie nochmal multipliziert und durch den restlichen dritten Widerstand geteilt. Ne? Also, das wäre die Eselsbrücke. Wenn ich diese Eselsbrücke weiter verwende für R12, dann ist das natürlich R1 plus R2 plus R1, R2 durch R3 und R23 ist gleich R2 plus R3 plus R2, R3 durch R1. Auch das kann ich nochmal, also ich mache es erstmal hier so ein bisschen als wichtig an und würde jetzt noch mal gucken, wenn ich hier jetzt 1 und 2 miteinander verbinde, dann ist es der und der. Und wenn ich 2 und 3 miteinander verbinde, 2, 3, also den haben will, dann ist es der und der. Das ist doch schön, oder? Also es gibt auch, das ist noch allgemeiner als Polygon. Ist das dann auch ein Stern? Also Polygonumformung, nicht? Also Sie könnten ja auch ein Fünfeck umwandeln wollen in einen Fünferstern und so. Geht, aber machen wir nicht. Also das ist dann, wird dann auch ein bisschen theoretisch, braucht man auch eigentlich nicht, weil dann würde man es eben aufteilen in drei. Also Sie, für das, was Sie machen wollten, bräuchten das nicht. So, machen wir mal ein Zahlenbeispiel. Dazu bräuchte ich mal von Ihnen zugeworfen. Was wollen wir machen? Ein Dreieck. Gut, wir wollen mal ein Dreieck ausrechnen. Das da, gib mir mal eine Zahl. 100. 100, okay. Ich nehme an, Ohm, ne? Nee, so. Hä? Okay. R12. 42. Okay, und R23? Wie viel? 7,1234. Ah, nee. Ich hätte gerne, ich würde noch mal 100 Ohm nehmen, damit wir ein bisschen was Symmetrisches haben. Okay, ja, haben Sie recht. Nee, also nehmen Sie irgendwas, was im gleichen Ballpark liegt. Also irgendwas zwischen 200 und 30 Ohm. Bitte? 200, okay. So, ich zeichne es mal. Also wir hätten hier jetzt, ich lege den mal hier hin, ich male das jetzt mal auch wirklich als Pi-Netzwerk. So, 100 Ohm, das wäre hier die 3 und das ist die 1. Man mag das so auf diese Art mögen oder nicht. Dann der 2, 3,
sind 200 Ohm und der sind 42 Ohm. Ne? So, ich habe es ganz bewusst jetzt als Rechteck oder als Pi-Netzwerk gezeichnet, so auseinandergezogen. Ne? Okay, rechnen wir es aus, dann haben wir, ach, jetzt habe ich die falsche Formel umgewandelt. Ne? Wir wollten, den wollen wir haben. Ne? Okay, also, erstmal rechne ich mir den Nenner aus. N R12 plus R13 plus R23 macht 342 Ohm. Ne? Erleichtert die Geschichte erheblich. Okay, jetzt will ich haben R1. R1 ist R12 mal R13 durch N. Wer hat schon raus? Das sind also dann 4200 Ohm durch 342. Die Ohms habe ich schon weggekürzt. Das könnte mal jemand ausrechnen. R2 ist R12 mal R23 durch N. R12 42 sind 8400 Ohm durch 342. Und R3 ist gleich R13 mal R23 durch N sind 20.000. Ne? Gut. Gibt es Antworten? Dann ist das das Doppelte, also 24,56, ne? So ist es. Wollen wir einen Stern sehen? Stern in Dreieck? Ja gut, Stern in Dreieck ist ja relativ unwahrscheinlich, oder? Bei Widerständen. Nö. Nee. Alles gleich wahrscheinlich. Ja, also würde ich jetzt nicht sehen, warum das eine gegenüber dem anderen vorzuziehen ist. Aber wenn ich halt ein Netzwerk ausrechnen muss und ich habe da einen Dreieck, dann macht das Sinn, Stern. Passe mal Obacht. Das schöne Ding, das ich eben hingemalt habe. Und wo ich gesagt habe, da machen Sie das als Dreieck, können Sie aber auch sagen, da ist ein Stern. Oder da ist ein Stern. Und dann können Sie es genauso umwandeln. Ne? Also wenn Sie jetzt, können wir gerade mal tun, wenn Sie das obere, den oberen Stern sehen würden und den umwandeln wollten in ein Dreieck, dann sähe das so aus. Ne? Geht auch, also ist Geschmackssache. Geht auch, dann sind die beiden parallel und das Ganze dann in Reihe und dann wieder parallel zu dem. Also funktioniert genau so. Ich habe es nur eben da, als es da stand, nicht erwähnt. Ne? Bitte? Ja, natürlich ergibt das Sinn. Hier gibt so viel Sinn. Gut. So. Noch Fragen zu Sterndreieck? Also wie gesagt, ich fand es früher immer so ein bisschen, warum macht man das? Man gibt ja, hat ja auch andere Varianten. Ja, ist wahr, wenn Sie diese Variante nicht mögen, dann machen Sie einfach einen Bogen drum und lösen alles anders auf. Sie wissen jetzt noch nicht wie, also mit einem Massenstrom- oder Knotenpotentialverfahren oder einfach so mit einer Zweigstromanalyse kann man das alles auflösen. Das kommt aber dann erst nächste Woche. Ja. Oder übernächste Woche. Insofern kommt man kommt um Sterndreieck vorbei, drumherum. Man kann Ingenieur werden, ohne Sterndreieckschaltungen verstanden zu haben. An ein paar Stellen, ja, glaube ich, also hier, ich sag's mal so, für eine mündliche Prüfung, wenn Sie das Angebot der mündlichen Prüfung wahrnehmen wollen, was man ja nicht muss, ne?
Dann würde ich mir das nochmal angucken und zumindest was dazu sagen können, auch wenn ich die Formeln dann vielleicht nicht auswendig weiß. Aber für eine Klausur würde ich einfach sagen, okay, das gibt's, in der Formelsammlung steht's, wenn ich sie selber schreibe, sowieso, Platz ist genug, oder Sie nehmen die Oberschmitzel-Formelsammlung, da müssen wir eh noch drüber sprechen, dann steht's drin und dann lehnen Sie sich zurück und sagen, okay, wenn es dann dran kommt, kriege ich schon gebacken. Da kommen Sie super mit durch. Wenn Ihnen das hilft und Sie dieses Denken in der Topologie mögen, dieses Umformen von Netzwerken auch wirklich mögen. Ich kann das nur empfehlen, das auch wirklich zu üben. Umzeichnen von Netzwerken, ne? Netzwerke anders hinzeichnen, selber eine Sicht auf die Netzwerke entwickeln. Ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn Sie mal ein Schaltungsentwickler oder sowas werden wollen, ne? Dass Sie das einfach drauf haben, dass Sie sehen, was da passiert, ne? Dann machen Sie es. Es ist eine Unterstützung, damit Sie mit solchen topologischen Sachen umgehen können. Und wenn Sie aber sagen, pff, doof, dann lassen Sie es. Das liegt echt bei Ihnen.